Ja, meine lieben Freunde, neue Runde 7 Days to Die auf dem PC. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, letzte Folge angekündigt, Pop and Pills. Wir machen einen schnellen Durchgang, Freunde. Und ich würde sagen, let's go. Wir gucken mal, was hier abgeht. Hier ist auf jeden Fall schon mal ordentlich Action. Aber die Pumpgun regelt das für uns. Jetzt ist natürlich Nacht, das ist natürlich schlecht. Weil jetzt natürlich auch die ganzen Zombies dann, die Schreierinnen und solche Geschichten alle ankommen. Aber ist nicht schlimm. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, gibt's denn hier sonst noch was? Sieht mir nicht so aus. So, schau mal weiter. Schau mal, was wird. So, da ist verschlossen. Hier ist noch entriegelt. Ist schwierig, so ein bisschen mit dem Scharfschützengewehr tatsächlich. Ich weiß halt nicht, wo wir lang müssen. Entweder da die Treppe hoch oder hier durch. Wir können ja... Ah, nee, hier geht's, glaube ich, nur... hier hinten, genau. Unter die Treppe. Wie gesagt, Wasser werde ich jetzt ein bisschen vermehrt suchen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Um Himmels Willen. Oh Gott, wir rennen ja jetzt alles. Easy. Alles entspannt. Du lebst noch. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. So. Ich habe gute Laune, Freunde. So, hier ist verschlossen, verschlossen. Ich weiß, da unten war hier nicht immer was drin. Ey, erstmal hier absichtlich. Gleich hat man das absichtlich. So, jetzt warten wir einfach bis... Hallo, ich bin... Hallo, hier oben. Hey. Geil. Ich dachte, das ist gar nicht möglich, ist aber scheinbar schon. Ja, das Problem ist, jetzt bin ich hier so ein bisschen, ich brauche jetzt wirklich langsam Antibiotika. Warte mal, nee, da ist nichts. Da kann auch nichts hinter sein. Aber wie gesagt, ich brauche langsam ein bisschen Antibiotika. Sonst sieht das ganz, ganz übel aus. Jo. Jo. Okay. Die gehören ja auf jeden Fall hier auch dazu. So wie ich das hier sehe. Habe ich ja ein paar... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Der hat nur Vitamine. Ich brauche Antibiotika. Antibiotika oder Honig oder sowas in der Art. Nee. Antibiotika, Mann. Ich habe ja die Hoffnung, dass in diesen Chemiestationen hier vielleicht Antibiotika drin ist, aber bis auf Honig, sag ich schon. Bis auf Kleber finde ich da jetzt recht wenig. Also wirklich, mir kann ja wirklich viel jetzt passieren. Ich habe ja fast alles. Außer Antibiotika, guck mal. Also, easy, habe ich.
Das ist, wenn es mir hier übel geht. Gehirnerschütterung. Also, ich habe eigentlich für alles... Ja, ich habe eigentlich alles da. Schadensvermeidung, das können wir später nochmal benutzen. Was geht denn hier ab? Oh, kommt der, Freunde. Ich warte auf euch. Fuck. 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 Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ah, jetzt gehen wir hier hoch. Oh Gott. Ich glaube, ich komme hier diese... Ja, jetzt wäre natürlich irgendwas geil zum Werfen. So eine Granate oder sowas. Das ist mein Opfer hier. Zack. Ja, ich sollte mich vielleicht mal heilen. Weil wir doch jetzt ganz schön Schaden bekommen haben. So, hier ist nichts. Ist hier noch was Schönes? Nee, auch nicht. Das heißt, wir müssen hier runter. Ich lade aber, glaube ich, muss das Gewehr nachladen, ne? Ja. Schön überall gucken, dass wir auch wirklich gar keinen Zombie übersehen. Keine Lust, das nochmal machen zu müssen und nochmal machen zu müssen und nochmal machen zu müssen, nur weil wir irgendwo so einen kleinen Stinker übersehen haben. Hallo, Zombie. Komm. Kleber immer gut. Ich will noch einmal, schade. Wäre ja auch zu viel verlangt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein paar Reparaturkits finde. Die gehören hier aber nicht dazu, oder? Die habe ich nicht dazu gebucht. Da ist verschlossen. Ach, guck mal, hier geht es auch ganz normal runter. Da ist ja nur Müll hinter. Oh, jetzt kommt das Zeug hier. Sehr gut. Jo, da fällt sogar schon der erste runter. Was geht denn hier ab? Also, muss ich das hier aufmachen? Es wäre sinnvoll, wenn ich irgendwie das Ding hier aufmachen kann. Und dann gegen... Einfach hier gegen diese Fässer schieße, dann explodiert ja alles. Hier ist nichts, oder was? Schon wieder. Kein... Honig oder Antibiotika oder sowas. Jetzt wird es langsam eng, sage ich jetzt mal. Nicht nur im Inventar, sondern auch von der Lebensqualität her, Freunde. So lange willst du ja eigentlich auch nicht infiziert sein. So, gucken wir doch mal. So, jetzt macht das hier auf. Gehen die anderen Dinger auch auf? Ja, die anderen Dinger gehen auch auf. Hä, wo sind die denn, die Vögel? Ah, da kommen sie jetzt. Okay, alles klar. Wie hatte ich das Wasser in Erinnerung, dass hier mehr kommen? Hier ist das hinter, ne? Der gehört auf jeden Fall noch dazu, scheinbar. Und ja, die zucken alle noch hier. Guck mal hier, sie hier. Hier. Aha. Ja, die waren auf jeden Fall tot. Honig! Honig, Freunde! Wir haben Honig gefunden! Hier kommt bestimmt noch mehr. Ja, ja. Moin, 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 moin.
das denn hier? Da wollten sie wahrscheinlich noch irgendwas einbauen, haben es aber dann doch gelassen. Oh oh. Kurz nachladen. Er hat aber eine Schatzkarte. Sarahs Schatzkarte. Ich glaube, von Sarah haben wir schon... Ja, da haben wir sogar schon eine Schatzkarte. Ich weiß nicht, ob wir die lesen können. Das weiß ich nicht. Ich glaube, früher war das immer so, dass das da nicht ging. Und da ist verschlossen. Das ist hier die Hausmeisterbude scheinbar. So, schauen wir doch mal. So, Nägel zerlege ich. Verlege ich, ja. Verlegen ist auch gut. Die kriege ich brauche ich auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich einfach mal hier die Lappen, da habe ich eh sehr viele von. Aber die Lappen kann ich eigentlich stofffetzen. Egal. Behalte ich jetzt erstmal. Wer weiß, was wir noch alles kriegen. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich diese Tür hier öffne. Master, we are not alive. Ja. Sah gefährlicher aus, als es ist. So, einen kurzen Break gemacht. Ich musste leider niesen. So, jetzt gucken wir mal. So, let's go. Wo seid ihr? Hallo. Gut, da komme ich nicht durch. So, verschlossen, verschlossen. Soll ich da mal gucken, kurz? Gab's hier nicht auch? Guck mal, hier ist auch irgendwas. Ah, fuck. Ach, dieser, genau, dieser Springer-Zombie wohnt da. Ich komm gar nicht mehr hier hoch, was geht ab? Nicht noch irgendwie so eine zweite Tür, wo ich lang gehen konnte hier, ne? Ich kann auch keinen Schalter mal bewegen oder berühren, ohne dass da eine Horde von Zombies auf mich hier rankommt. Das gibt's doch gar nicht. So. Gut. Die Außen, glaube ich, brauche ich gar nicht lang laufen. Aber das haben wir dann dadurch auch wenigstens geschafft. Einmal, ich muss nach unten, ne? Ich muss noch nach unten zum Labor. Und da geht es auch wieder runter. So. Hier. Hier geht es weiter, ne? Warum sind denn hier keine Zombies? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich mache die Tür zu. Moin! Fridolin! Was geht ab, Fridolin? So, da ist entriegelt. Hier ist auch entriegelt. Und dann haben wir noch ein paar medizinische Vorräte. Gott. Ich mag das ja gar nicht, ne? Wenn du so viele Möglichkeiten hast, irgendwo hinzugehen. Ich mag das gar nicht. Weil dann die Wahrscheinlichkeit auch wieder so hoch ist,
dass du irgendwo irgendwas übersiehst. Ey, das ist schon cringe hier. Junge, was ist los mit dir? Die Drohne ist richtig auf Kuschelkurs. So, wir rennen hier weiter durch. Aus dem Weg! Wo sind die Zombies? Gut, hier scheint auch nichts mehr zu sein. Wir müssen wahrscheinlich hier durch. My senses have picked up something. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Kurze Zeit, um nachzuladen. Ich weiß hier, der Harald ist auch wieder hier reingekommen. Ja. Ich hab schon wieder einen Scharfschütze. Was ist das, die da unten? Die hängt da einfach drin oder was im Tisch? Irgendwo sind doch hier noch welche. Ach lol. Da oben sind sie. Da hängen sie alle ab. Das war es aber noch nicht. Ich glaube, die liegt immer noch da unten, ne? So, jetzt nicht mehr. Und? Bist du der Letzte? Fridolinus? Nein, bist du nicht. Okay. Muss ich akzeptieren, ist so. Wäre aber zu leicht gewesen, wenn du jetzt der letzte Dude hier gewesen wärst. So, was schmeiße ich weg? Hopfen. Ich habe eh ein Problem. Hier sind so viele Sachen. Es wird schwierig werden, das alles mitzunehmen, glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie sieht es denn in der Drohne aus? Komm mal, stopp. Na. So ein bisschen was konnte ich halt Platz schaffen. So, das Papier kann auf jeden Fall weg. Das kann ich verwerten. Das kann ich auch verwerten. So, ansonsten habe ich eigentlich... Ich könnte die Dinger halt auch verwerten. Weil das Geld brauche ich ehrlich gesagt nicht. So. Hier oben den Lootsack hatten wir jetzt aufgehoben. So, dann gucken wir mal hier, ob hier noch was Schönes auf uns lauert. Munition. Das ist immer gut. Komm schon, bin ich hier. Okay, alles klar. An das Gebiet haben wir aber immer noch nicht so hundertprozentig gereinigt. Ach ja. Ah, okay. Da sind auch noch ein paar hübsche Mäuse. Gut, dass ich kurz die Zeit habe. Ich habe nicht die Zeit nachzuladen. LOL. So. Ich glaube, der Honig lässt jetzt langsam nach. Das heißt, ich bräuchte jetzt langsam auch mal was Stärkeres oder noch mehr Honig. Ja, jetzt kommen die, oder was? Ich schwör's, ich stehe so einen halben Zentimeter vor denen und dann kommen die um die Ecke. Dann kommen die erst so... Was geht hier ab? Moin, moin. Hört ihr auf, das kaputt zu machen. Lol, der konnte eben wahrscheinlich nicht aufstehen, weil ich auf ihn drauf saß. Oder stand oder was auch immer. Warum kann ich das hier jetzt nicht? Gut. Warte, ich brauche Munition. Drohne. Munition. Schlecht. Sieht schlecht aus. Dann müssen wir jetzt ein bisschen mit der Pumpgun spielen. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Jo, müssen wir ein bisschen hier Pumpgun-Action umspielen. Okay, hier geht's raus.
Das heißt, hier, was gibt's hier Schönes? Hier gibt's nichts mehr. Im Schrank. Gut, das heißt, wir haben den Endloot. Der müsste ja hier kommen. Ja, das hier wird der Endloot. Ja, hier ist der Endloot. Aber das Problem ist, wir haben immer noch nicht alles gereinigt, wie eigentlich immer das so ist, wenn wir spielen. My senses have picked up something. Ah, schauen wir erstmal, was hier in der Truhe ist und dann müssen wir weitersehen. So, das lesen wir alles. Das können wir auch lesen. Hier haben wir noch ein Büchlein, das können wir auch lesen. Ohne. Wir müssen, glaube ich, wieder ein bisschen was zusammenpacken. Wir können ja hier mal ein bisschen Farbe rein. Ja, kriegen wir hier mal ein bisschen Farbe. Komm, das machen wir so. Verändern. Hier kommt, zack. Das hat alles schon Farbe. Hervorragend. Wir müssen natürlich jetzt, wir dürfen jetzt nicht vergessen, nachzuladen. Ja, sonst sieht das ganz ungünstig aus. Wie sieht's aus? Hast du denn noch ein Plätzchen frei? Nee, ne? Hier, diese blöden Zangen. Davon habe ich eh so viele. Nehme ich lieber die Batterie. So, hier wird auch wieder... Oh, ich weiß gar nicht. Ach du... Was ist das hier für eine Kiste? Guck mal hier, Freunde. Und dann noch hier so eine Pumpgun. Läuft, würde ich sagen. Das läuft, würde ich sagen. So, komm, dann machen wir alles weg. Das auch. Das futtern wir. So. Stabil. Schon wieder komplett voll. Die Spritze können wir da auch noch reinpacken. I've got a bad feeling about this. Ey. Ich kann ja jetzt nicht hier. Gut, den Topf mache ich weg, die Steine. Lehm. Ich muss jetzt ordentlich aussortieren, weil ich sonst wirklich nicht alles mitkriege. Ja, hier kommt jetzt ein Blutbeutel, der kann auch weg. Der Pinsel kann weg. Was habe ich hier? Hier, Nitrat kann weg. Ölschiefer kann weg. Was geht denn eigentlich da ab? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Scheint ordentlich Remi-Demi zu sein. So, das haben wir mitnehmen können. Super. Aber wie gesagt, trotzdem fehlt uns ja noch der ein oder andere Zombie-Kill scheinbar. So, da ist verschlossen. Das ist jetzt hier einfach auf, ey. Komm, was soll passieren? Wir haben 20 Pumpguns dabei, gefühlt. Die müssen doch hier. Guck mal, da sitzt ein... Drei Schreierinnen. My senses have been tapped up. Aber das Problem ist, dass die Schreier ja hier. Die Zombies, die jetzt gerade. Wo wollen die denn da oben hin? Manchmal ist die KI auch ein bisschen komisch, muss man wirklich sagen. Sagen, wenn du jetzt nicht tot bist, aus der Entfernung ein Headshot mit der Shotgun, dann weiß ich ja auch nicht weiter. Was war denn das? Da hat doch jemand auf mich geschossen. Ja, das Problem ist, das waren jetzt die Zombies hier von den Schreiern. Also es sind ja jetzt nicht die Zombies, die ich hier killen muss unbedingt. Ich weiß ja nicht, ob ich hier vielleicht nochmal runter muss. Was geht hier? Hier gibt es gar keine Zombies oder was? Hier unten? Okay. Master, we are not alone. Ja, ich weiß. Ich weiß.
Oh. Ich habe ja jetzt schon den Stich da, wo ich bin. Jo. Weichhaus, ungünstig da, wo sie steht. Warte mal, ich hatte doch hier eben dieses Zielfernrohr. Das habe ich jetzt hier reingepackt. Aber das könnte ich ja benutzen. Beispielsweise hier. Für das Ding. Zack. Eine Scharfschütze. Ja. Das ist jetzt schon eine gute Waffe tatsächlich. Also, dafür, dass man die jetzt so in-game oder ne, während des Spiels quasi gefunden hat. Oh Gott, hier sind auch Tiger jetzt drin. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich war ja jetzt eigentlich schon überall, oder? So, den haben wir. Hatte ich den hier schon aktiviert? So, dann müssen wir natürlich hier. Hier. Hier waren wir ja schon. Incoming enemies, prepare for conflict. Gucken wir mal. Ich denke, hier wird bestimmt noch einiges sein, oder? Ne, hier waren wir ja. Das war ja, aber jetzt kann ich hier auch tatsächlich das Essen hier nehmen. Hä? Ja, erstmal den Stuhl, lol. Okay, hier fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das Problem ist, ich habe kein Reparaturkit, glaube ich, ne? Ich habe kein Reparaturkit. Mein Ding ist gleich kaputt. Warte mal, ich geh mal kurz hier weg. Die sind da, das interessiert mich jetzt nicht recht. Oder das interessiert mich jetzt recht wenig. Ich hab noch hier. Bräuchte halt ein Reparaturkit, das wäre natürlich genial. Aber ich kann mir halt auch keins herstellen. Ist hier irgendwas noch dabei? Boah, benutzen? Ja, brauche ich nicht. Aber hier ist halt ordentlich Action. My senses have picked up something. Ja, muss ich das gewählt nehmen? Oh, ja, ein bisschen zu viel. Das Problem ist, ich habe halt hier nicht so viel Munition. Ne? So. Irgendwie letzte scheinbar oder was? Ach guck mal, da kommt sie doch. Da kommt sie doch. Bitte lass die sei die letzte. Ne, natürlich nicht. Aber hier wird mir doch angezeigt, wo ich. Oh ja. Komm, du bist der letzte, bitte. Ach Gott, du lebst ja immer noch. Komm, der Machete kill. Stirb. Komm, one on one. Jawohl, das war's, Freunde. Der Machetenkill, der hat's gerichtet. Oh, guck mal. Moin! Wir haben geschlossen. Bitte gehen Sie raus hier. Kriegsgeheimnisse werden hier aufbewahrt. Deswegen dürfen Sie nicht hier sein. So. Oh, hier ist ja bestimmt noch ein bisschen Wasser. Ja, kein Wasser, oder? Jo, das war doch ganz okay, denke ich. Wir gucken jetzt nochmal, dass wir hier vielleicht ein bisschen was in die Drohne packen können. Jo, so. Ein Scharfschützengewehr nachladen. Das finde ich übrigens sehr witzig, das Scharfschützengewehr. Jo, hier war ich ja. Wie gesagt, die Quest haben wir.
Ich muss mal gucken, wo ich hier wie rauskomme. War doch hier irgendwo. Hey, stehen bleiben! Irgendwo gab es doch hier den Ausgang. Oh Gott. Komm, wir machen hier auch nochmal auf. Heute ist großes Tor-Opening. Geht es hier hoch? Nee. Hä? Wo ging es denn hier raus? Hier im Bad war das da auch nicht. Oh Gott, es fängt auch ein bisschen an zu lecken jetzt. Das dürfte aber eigentlich nicht sein. Hier ging es raus, ne? Das waren die Schmerzen, aber jawohl, hier ging es doch raus. Yo, what the fuck? Was geht denn hier ab bei denen? Ja gut, soll mir egal sein. Die machen das hier schon. Wir haben auf jeden Fall die Quest geschafft. Ich mache jetzt hier den Schalter auf. Oh, ganz entspannt. Ganz entspannte Sache. Das ganze Haus wimmelt irgendwie von Zombies. Und wir hauen einfach ab, Freunde. Wir hauen einfach nur ab. So. Wir düsen zusammen zum Trader, würde ich sagen. Gucken die Belohnung uns an. Und dann haben wir die Folge auch schon im Kasten. Dann ist es ja auch demnächst schon wieder Zeit, um die Hordenbase noch weiterhin zu bauen, weil demnächst schon wieder die Horde ansteht. Ihr kennt das Spielchen, ich schneide das Ganze und dann sehen wir uns gleich beim Händler wieder, Freunde. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, Freunde, wir sind beim Trader angekommen. Jetzt müssen wir uns mal schnell heilen, würde ich sagen. Also wir haben ja eigentlich, warte mal, irgendwo hatte ich doch auf jeden Fall, genau, Vitamine. Wie sieht denn das hier aus? Was habe ich denn hier alles so drunter? Noch ein Maschinengewehr, wer hätte das gedacht? Die Diamanten kann ich auf jeden Fall verkoppen. Das kann ich essen. Diamanten können auch weg. So, was ist das? Fernkampfschaden, das sollte ich vielleicht behalten. Ach, egal. Wir gehen jetzt einfach da rein. In der Hoffnung, dass die was Gutes für uns hat. Sonst, ja, fackel ich ihr die Bude hier ab, glaube ich. So. Congratulations. Hallo. Sechster Diegel. Das nehme ich doch, oder? Sechster Diegel. Kirscher. Darf ich dein Inventar sehen? Zeig mir deins, dann zeig ich dir meins. So, alles verkoppen. Das brauche ich alles gar nicht. Hier den ganzen Kladderadatsch, das kann man gar nicht verkaufen. Das muss ich behalten. So, Antibiotika. Erstmal direkt reinscheppern hier. Kaufen. Das hatte sie vorhin aber noch nicht. So, thank you so much. Das nehme ich auch erstmal. Wenn das hier unten schon rot wird, ey, das ist schon riskant. So, darf ich dein Inventar sehen? Was hast du denn noch so hübsche? So, davon kaufe ich mir auch nochmal zwei. Die kaufe ich mir auch. Das kaufe ich mir auch. Ich habe ja eh, also hier, Bogen kaufe ich mir auch. Thanks for letting me take care of you. Ja, ich bin so doof, ich gehe ja auch immer aus dem Inventar raus. Boah, Springbolzen für Armbrüste. Würde mich ja schon mal reizen, ne? Egal, brauche ich eigentlich nicht. Zementmischer, Generator. Boah, ich brauche eigentlich nichts, Freunde. Ich kann hier nochmal, komm, ich kaufe nochmal drei Wasserfilter. Damit ich noch ein bisschen mehr Wasserdinger aufstellen kann. Und jetzt gucken wir nochmal nach den Aufgaben. Komm, wir nehmen Crack-a-Book. Wir nehmen Crack-a-Book, ja. Natürlich nehmen wir Crack-a-Book. So.
glaube, damit haben wir es auch erstmal geschafft. So, ich würde sagen, wir sind ja wirklich rappelvoll, also wirklich komplett voll. Ich würde sagen, ich fliege zurück zur Basis, pack ein bisschen aus und dann machen wir vielleicht Horden Base. Ach, lol, guck mal, hier kannst du sogar noch zoomen. Ich dachte, das ist immer schon zu Ende. Lol, auch nicht schlecht. Wir machen in der nächsten Folge ein bisschen Horden Base, bisschen die Geschütztürme aufbauen, Strom verlegen, dies, das, Ananas, damit wir das safe haben. Und dann, Freunde, gehen wir zu Crack-A-Book und gucken, was da noch auf uns lauert. In diesem Sinne, Freunde, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst gerne ein Like da, Abo, ihr wisst Bescheid, ihr kennt es. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 7 Days to Die auf dem PC. In diesem Sinne, haut rein, tschüss, bis dann.